Es ist abends und Andi geht gerade in den Efteling rein. Ja, Freunde, das ist richtig. Und zwar erstmal hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer und Freunde von ParkTube. Ja, wir sind gerade im Efteling angekommen. Um 19 Uhr haben wir heute Eintritt, weil wir zu den Jahreskartenbesitzern von diesem wunderschönen Freizeitpark gehören und somit eine Möglichkeit bekommen haben von Efteling, dies auch abends zu besuchen. Sprich, ab 19 Uhr dürfte man reingehen in einem Zeitfenster von einer halben Stunde. Und wir dürfen heute bis 23 Uhr hier im Park bleiben, beziehungsweise die Fahrgeschäfte bleiben bis 23 Uhr geöffnet. Wir bleiben aber natürlich noch ein paar Minütchen länger hier, um die Atmosphäre einzufangen und Efteling im Dunkeln zu sehen, denn die liebe Jenny ist auch mal wieder dabei. Heute mit Jahreskarte zuhausevergessen.de. Ja. Ja, sie hat ihre Jahreskarte irgendwo verloren, aber wie du siehst, es hat wunderbar geklappt. Man sagt einfach an der Kasse, ich habe meine Jahreskarte verloren und kriegst einfach eine Eintrittskarte. So gut funktioniert das hier im Efteling. Wie gesagt, erhofft euch nicht viel heute von der Länge des Vlogs, weil normalerweise kennt man ja ParkTube mit 1 Stunde 30, 2 Stunden Vlogs, Blockbuster. Beste Gast, houdt altijd minimal 1,5 Meter Abstand. Ne? Dankjewel. Kein Problem, das machen wir. So, auf jeden Fall, man kennt ja die Fantasien. Ich wollte schon also die Vlogs vom Park, dass sie ein bisschen länger gehen. Heute machen wir aber ein bisschen kürzeres. Wie gesagt, wir haben nur 4 Stunden Zeit für den Park, beziehungsweise jetzt nur noch 3,5 Stunden. Ja, was werden wir machen? Also ich will auf jeden Fall versuchen, Max und Moritz heute mit ins Video zu bekommen. On-Ride-technisch müsste es auch funktionieren, den Brustgurt. Und außerdem auch die Q-Line mal richtig zeigen und die Station, die ist mega wichtig, dass ich heute diese Station mit ins Video packe. Das ist mir ganz wichtig und ich versuche mal, Max und Moritz im Dunkeln zu fahren. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, On-Rides gibt es ja schon offizielle von Efteling selber. Spektakulär ist da nichts mehr dran, aber im Dunkeln, da haben wir noch keinen On-Ride gesehen. Und ich denke mal, das ist interessant, mal auch im Dunkeln diese Bahn zu erleben. Von daher, wir würden erstmal ein bisschen rumchillen, rumcruisen und gucken, wie die Wartezeiten sind. Um 19 Uhr, ja, auf jeden Fall, es sind sehr viele Leute reingestürmt gerade. Es kommen immer weiter Menschen rein. Aber es sieht entspannt aus hier im Eingangsbereich. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt eine Runde Fata Morgana und vielleicht treffen wir uns gleich noch mit ein paar Menschen, mit ein paar netten Menschen und werden vielleicht mit denen ein bisschen abchillen. Mal schauen, was der Abend so bringt. Ich wollte schon Tag sagen, der ist aber schon längst vorbei. Und ich freue mich auf Efteling in den Abendstunden, beziehungsweise wenn es dunkel ist. Ich liebe diesen Park einfach zu jeder Jahreszeit, zu jedem Wetter. Naja, Regen ist jetzt ein bisschen suboptimal, aber dafür haben wir ganz viele Indoor-Attraktionen. Aber mit Regen haben wir heute wirklich wenig zu tun. Finde ich gut. Aber wie schon gesagt, ich freue mich mega, denn Efteling im Dunkeln ist mega schön und wo ist es? Da ist es. Sie hat es auch noch nie im Dunkeln gesehen. Deswegen werden wir mal ja, ihre Bewertung nachher mal hören. Aber ich kann jetzt schon sagen, sie wird nur positiv ausfallen. Ich meine, die ganzen Bäume, die werden schön mit grünen LEDs beleuchtet. Das sieht am Ende des Tages richtig geil aus. So, also quasi eine Sommerparty heute in Anführungsstrichen. Finde ich geil. So, aber erstmal wirklich eine Runde Fata Morgana, wie immer zum Anfang. Und das machen wir jetzt. So, aber wie gesagt, der Vlog wird jetzt nicht allzu lang. Hoffe ich, denke ich. Bei mir kann das schnell passieren, dass es Überlänge einnimmt. Aber gut, wir starten unser Abenteuer jetzt am Abend von Efteling. Es ist wieder schön hier zu sein. Ich bin sehr oft jetzt hier, habe ich gerade festgestellt. Ja, wie gesagt, Fata Morgana, unsere erste Fahrt, wie immer. Ich meine, On-Rides habe ich jetzt wirklich genug gemacht. Ich werde wirklich nur eine ganz kurze Sequenz aus der Fahrt filmen. Und dann sehen wir uns wieder draußen, meine Freunde. Ach ja, schön am Abend hier im Efteling die Zeit verbringen. Mach was und halt die Zuschauer. Genau hinter mich. Und einmal kippen.
Ja, das war die kurze Sequenz hier aus Fata Morgana. Aua. Gar nichts möglich. So, nach einer schönen Runde Fata Morgana, wie immer wunderschön. Es ist einfach immer zu empfehlen. Ja, machen wir jetzt einen kleinen Halt hier vor dem See, gucken uns Aquanura ein bisschen an nebenbei. Und danach treffen wir uns mit ein paar anderen Menschen, die sehr nett sind und weiblich wahrscheinlich alle. treffen wir uns dann mal im Vogelrock und ja, fahren eine Runde, würde ich sagen. Aber bis jetzt, es ist wirklich wunderschön. Ich muss einfach rüberschwenken, mein Gesicht rausdrücken. Einfach nur mal genießen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Freunde, das habe ich im letzten Livestream, den ich gemacht habe, erwähnt, dass hier die Wegführung ein bisschen verändert wurde. Sprich, man ist hier früher mal durchgekommen und man hatte hier auch eine Infotafel, also beziehungsweise einen Parkplan vom Park. Dies darf sie jetzt momentan nicht betreten. Hier wird nämlich Gras gepflanzt. Ja, das soll alles schön aussehen später. Ist noch, wie gesagt, sehr frisch. Ich habe jetzt keinen Plan, ob das dann als Grasfläche fungieren wird oder ob die da was draufstellen, Themenobjekt oder irgendwas. Auf jeden Fall ist hier jetzt sehr viel Fläche. Ja, da hinten haben wir Max und Moritz, ist auch fleißig am Rumfahren, das Mack-Produkt. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Vekoma Coaster Vogelrock und treffen uns mit weiteren Personen hier im Efteling. Aber auf jeden Fall jetzt, das Wetter ist mega schön, es ist gar keine Wolke am Himmel. Und genau das habe ich mir vor ein paar Tagen gewünscht, dass wir genau dieses Abendwetter haben werden. Und das finde ich mega cool, dass das geglückt ist. Ich glaube, hier in diesem Park haben wir mega viel Glück, genauso wie im Moviepark. Irgendwie. Die Parks, die mögen uns, wir mögen die Parks und ich glaube, das ist dann eine Symbiose, die dann gutes Wetter erscheinen lässt. Oder ich rede einfach nur Quatsch, das kann natürlich auch sein. So, hier haben wir Max und Moritz, dazu gibt es ja auch schon ein Video, was ich gemacht habe zum Pre-Opening, zur Pre-Phase quasi. Heute ist die offizielle Öffnung von Max und Moritz, sprich der 20.06. haben wir heute. Und wie gesagt, wir gucken mal, ob wir später was im schönen Dunkeln filmen können. Das würde mich natürlich sehr freuen, dass das klappen würde. Aber naja, hoffen wir erstmal, dass wir überhaupt reinkommen. Weil ich denke mir, dass die Q-Line an sich schon rappevoll sein wird. Aber jetzt, wie gesagt, machen wir das noch nicht. Es ist viel zu früh. Erstmal später. Aber ja, die Leute stehen hier schon an, wie du siehst, mit Anstellboxen. Finde ich gut. So, und drin natürlich die Zickzacks, die ich im Video angesprochen habe, zu Max und Moritz, dem Pre-Opening, sind alle Queues mit dem Zickzack geöffnet. Also ich glaube, die Wartezeit befindet sich so, ja, da steht 40 bis 50 Minuten ungefähr. Ja, das kann hinkommen. Wie gesagt, die Kapazität von den beiden Coastern ist enorm groß. Du hast 19 Sitzreihen pro Zug und das dann mal zwei. Also 38 Personen können eigentlich gleichzeitig losdüsen. Eine Doppelfahrt machen und sind auch wieder draußen. Natürlich mit der Corona-Maßnahme ein bisschen doof. Da müssen die 50% runterfahren. Also wieder 19 Personen. Aber ansonsten finde ich das sehr gerecht und sehr gut. Und 40 Minuten für eine Neuheit ist ganz okay. So, aber wie gesagt, erstmal zum Vogelrock. Und dann fahren wir eine Runde durch die Nacht, würde ich mal sagen. Mit dem Falken. Ah. Super schön, super schön. So, wir haben gerade so einen versteckten Weg gefunden, wenn man hier von der Hauptstraße, also vom Spookslot Richtung, Richtung Vogelrock geht, gibt es ja eine kleine Gasse und dann haben wir hier diesen Weg entdeckt und der führt tatsächlich durch den Wald hindurch.
Also wirklich, hier sind auch Kinder am Spielen und du bist einfach im Wald hier drin. Du bist einfach im Wald. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ich bin mega gespannt. Hier sind nur Kiddies, okay, mit Eltern. Aber das habe ich noch nie gesehen. Boah, also dieser Park ist wirklich Natur pur. Hier haben wir das Geisterschloss, sehe ich gerade. Von der Backstage-Seite, ja. Sehr cool. Es glaubt uns niemand, dass wir jetzt im Efteling sind. Das ist sehr merkwürdig. Ja, ja, das sind hier Sitzgelegenheiten. Ich glaube, ich weiß, wo wir demnächst Picknick machen einfach, weil hier die stört keine Sau hier. Keiner. So, jetzt verstehe ich, wo wir sind. Schatz, wir haben einen Cheetah-Weg gefunden. Da ist nämlich Symbolika. Alter, du stehst einfach im Wald so, ach, da ist Symbolika, ja, das ist ganz logisch. Das ist Fabula, genau da unten. Jetzt weiß ich auch, wo wir rauskommen. Ah, Efteling-Cat. Komm her, komm. Oh, Natur. Guck mal, die hat voll Schiss. Hast du Angst? Gut. Ja, ich glaube, der hat gerade ihre schlechte Erfahrung gemacht für heute. Ich glaube auch. Die ist nicht voll am... Gut. Ja, die Katze ist ein bisschen außer Puste. Aber wie gesagt, wir nähern uns langsam der Katze und dann geht die auch schon wieder weg. Das ist gar kein Problem. Tiere sind auch hier willkommen im Vlog und wie auch gesagt im Efteling. Aber es ist mega schön hier gerade. Also ich habe diesen Weg noch nie gesehen. Ich bin begeistert. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ja, hier sind auch Lichter, ne? Was man nicht alles hier im Efteling entdeckt. Also auf jeden Fall Jahresabo holen, Freunde. Damit ihr ganz viel Zeit verbringen könnt und solche Sachen findet, wie ich auch gerade. Weil die Jenny meinte gerade, guck mal, der Weg da. Ich so, hä? Wo führt denn der hin? Und da war auch kein Verbotsschild oder dass nur Mietewerkers hier rein dürfen. Nee, das ist einfach nur ein Weg, um quasi abzukürzen, um auf die andere Seite zu kommen. Und ja, kommt uns gerade recht, weil wir zu Vogelrock müssen, ist eigentlich ganz gut dieser Weg. Dieser Weg ist ein leichter. Schön. Auf jeden Fall cool. Ja, wenn ihr demnächst hier seid, geht auch einfach mal diesen Weg. Wir nennen ihn jetzt den Efteling Parktube-Weg. So, dann, wenn ihr hier seid, Efteling Parktube-Weg einfach mitnehmen und dann seid ihr auch schon dabei, coole Menschen zu sein. Yeah. Bitte? Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber wie gesagt, das war schon ein kleiner Spoiler, was hier abgehen wird nachts. Also die Beleuchtung hier ist übertrieben geil. Ja, selbst nur da einfach. Und LED wird hier in Efteling sehr groß geschrieben. Also LED wird groß geschrieben. Ne, sieht auf jeden Fall sehr spitze aus. Aber ja, ich laber jetzt wieder viel zu viel an. Dies wird doch nur ein Mini-Vlog, sagte er. Ja, vergiss es. Das kannst du hier knicken. So, auf jeden Fall jetzt Vogelrock zum 7. Mal. So, wie man sieht, wir befinden uns in der Area von Carnival Festival und dem Vogelrock. So, die längste Queue-Line bisher hier auf diesem Platz ist tatsächlich immer noch von den Toiletten, wie ich besprochen habe im letzten Vlog. Die Toiletten haben die meiste Wartezeit. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass die Leute so viel Harndrang haben in diesem Park. Kann ich nicht nachvollziehen, wovon das kommt. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier angekommen und die Wartezeiten von Carnival Festival und dem Vogelrock sind sehr entspannt. Beides 10 Minuten, wenn es überhaupt hochkommt. Und wir warten jetzt, wie gesagt, auf die
Begleitpersonen, die noch kommen werden, die noch uns Gesellschaft leisten werden gleich. Die Jenny ist noch auf Toilette, wie gesagt, die Q-Line nochmal abwarten und dann gucken wir mal, was wir machen. Ob die schon da sind gleich oder ob wir vorher noch eine Runde Carnival Festival mitnehmen, weil wir wollen ja alle gemeinsam dann hier auf dem Vekoma Coaster den schönen, aber feinen Indoor Coaster, den ich über alles verehre, wenn dieser Coaster hier nicht wäre. Wäre Andi schon ein bisschen trauriger, aber dann wäre die andere Nummer 1 auch am Start, und zwar der Fliegende Holländer. Wie gesagt, ich stelle die beiden Attraktionen wirklich auf Platz 1 hier für mich in diesem wunderschönen Freizeitpark. Als Dark Ride natürlich, Symbolica ist für mich einfach die Nummer 1 hier, der Number 1 schlechthin. Auf jeden Fall, hier ist Andi glücklich, hier kannst du Andi glücklich machen. Das ist auf jeden Fall die Hauptsache hier im Park. Ich weiß nicht, man fühlt sich einfach wie in einer anderen Welt. Es ist Holland, ja, es ist eine andere Welt, es ist nicht Deutschland. Hier sind nämlich alle mega freundlich. Die Jane und ich haben uns letztens so ein bisschen auf Wikipedia über die Holländer schlau gemacht. Und deren Natur ist es einfach mega freundlich zu sein. Lügen ist überhaupt tabu hier in diesem Land. Das geht gar nicht. Und immer ein Lächeln schicken bzw. schenken und kein grimmiges Gesicht. Das hast du in Deutschland genug. Und hier ist es, wie gesagt, die Regel. In Holland ganz anders. Hier sind wirklich alle freundlich, alle lächeln dich an, alle sind super nett. Wie gesagt, heute an der Kasse, als die Jenny die Jahreskarte zu Hause vergessen hat. Einfach ohne Probleme hat sie eine Eintrittskarte bekommen, ohne Diskussion, einfach reingegangen und alles war supi. Also wie gesagt, Holland ist ein schönes Land an sich, die Leute sind mega cool drauf, alle sind mega nett, es gibt nichts auszusetzen hier. Ich habe noch kein einziges grimmiges Gesicht heute gesehen, also von den Mitarbeitern. Klar, manche Gäste gucken ein bisschen dumm, aber das in jedem Park. Auf jeden Fall mega nett hier, die Leute. Ich werde öfter hier hinkommen, wie man das schon merkt auf dem Kanal vielleicht. Wir sind jetzt das dritte Mal hier diese Woche. Das hat schon was zu bedeuten und es wird auf jeden Fall noch viel mehr werden. Hoffentlich schafft es mein Auto immer hin und her zu fahren. Heute hat es angefangen, komische Geräusche zu machen. Da freue ich mich besonders auf die Rechnung, die Tage. Aber auf jeden Fall werden wir versuchen, so oft es geht, hier in diesem wunderschönen Freizeitpark zu besuchen. In Kartäuvel in Holland. Und wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen Action mit Vogelrock oder eventuell Carnival Festival. Es kommt drauf an, wie weit die anderen sind. So, also bis gleich. So, wir können jetzt endlich mal Vogelrock betreten. Wir haben unsere Gruppe dabei. Ach, ist schon Q-Line? Oh Gott. Alles fit? Ja, bei dir? Ja, sicher, sicher. Ihr habt schon ein paar Kilometer hinter euch, ne? Oh ja. Ja, wir haben jetzt auch also 250 gebraucht. Ne, 100. 190? Ja. Ich glaube, ein bisschen mehr als ihr. So, also jetzt erstmal eine Runde Vogelrock, meine Freunde. Habe ich ja schon erwähnt. Dürft auch einen Schritt weiter gehen. Abstandsregeln einhalten in holländischen Freizeitparks funktioniert tatsächlich ganz super. Ja, ihr habt ja den ganzen Tag hier schon verbracht. Hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Tag? War voll. Ja, das haben wir auch festgestellt. Warm, voll, aber schön. Genau die gleiche Experience wie wir letzte Woche. Ja. Das war übertrieben voll. Was war die längste Wartezeit von heute? 90 Minuten. Ja, Baron. Ja, Baron 90. Baron, ja. Boah. Die Einzugsrichtung. Ja, hatten wir dann später zwei Züge getroffen, aber erst mal andere. Einzug. 90 Minuten in der prallen Sonne draußen im Zickzack-Q-Line-Gehabe ohne Sonnenschutz. Das ist natürlich toll. Aber das habe ich ja schon mal angesprochen. Wie gesagt, das Problem haben wir heute nicht. Wir sind ja erst abends gekommen und genießen erstmal die Abendstunden hier im Efteling. Und wie gesagt, erstmal eine schöne Runde auf dem Vekoma Coaster hier im Efteling. So, jetzt sind wir quasi hier in der Station von Vogelrock und wie man sieht, es ist überhaupt gar nichts los. Die hintere Q-Line hat geschlossen, nur der vordere Bereich, ich glaube auch mit zwei Zügen mitgefahren. Ja, das ist auch richtig so. So, alles klar, jetzt erstmal Abschluss hier Richtung Sternenhimmel hier bei Vogelrock. Ich bin gespannt und es geht los. Bekloppt sein ist gesund. Ich weiß, man sieht nichts, aber es geht ums Prinzip, meine Freunde. Ah!
Die gepflegte Runde auf dem Vogelrock natürlich wieder überlebt. Und zwar im Sternenhimmel. Es war wunderschön. Diesmal auch mit Onride. Ich meine, viel gesehen haben wir jetzt nicht, aber es war einfach nur aus Prinzip, damit die auch mal mitfährt. So. Jetzt natürlich, meine Freunde, der ultimative Dark Ride oder einer der beiden ultimativen. Ach, die sind alle schön hier. Was laber ich da? Die sind alle wunderbar. Auf ihre eigene Art und Weise, ja. Dromflucht. Einfach ein Traumflug. Ist auch die korrekte Übersetzung, ja, wenn ihr es nicht gewusst habt. Aber auf jeden Fall, die Emily und ihre Freundin sind jetzt auch gerade weg. Wir werden die später nochmal besuchen werden. Die sind heute im Lohnschland. Ich glaube, das baue ich auch noch im Vlog ein, wenn das okay für die ist. Also ich sage erstmal, wenn das okay für die ist, werde ich im Vlog nochmal das Lohnschland zeigen, weil das habe ich auch noch nie gesehen. Das werde ich euch dann mal präsentieren, wenn das okay ist. Ne, das werden wir noch besprechen. So, aber erstmal die gepflegte Runde hier auf dem Dromflucht. Schönen Dark Ride. Ich glaube, Schwarzkopf hat das Ganze hier gebaut. Bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, ich kann auch lügen. Also informiert euch auch mal. Ne, das ist ganz wichtig. So. Wenn ich so nebenbei fragen darf, liebe Jenny, ja? Was ist dein Lieblings-Dark Ride hier im Efteling? Dromflucht. Tatsächlich? Ja. Echt? Ja. Symbolika? Ne, ich finde das schöner. Okay. Symbolika hat halt moderne Effekte und bla, ne? Ja. Aber ich finde halt hier schön, weil es eben schon so alt ist und eigentlich schon alles funktioniert und alles sauber ist. Also quasi der Nostalgiepunkt ist bei dir auch ein Faktor. Ja, sehr. Okay. Gut, dann wissen wir Bescheid. Und ich glaube, Elfen und so ist ja eh so dein Ding, ne? Oder Feen. Ja, Feen. Feen, Elfen? Nee, jetzt nicht unbedingt. Also okay, Drachen ja. Eigentlich, aber gut, Drachen hast du da jetzt aber nicht wirklich. Naja. Es ist halt einfach schön aufgebaut. Mir gefällt das mit den Planeten und oh, ja. Den Gebäuden darauf. Ja. Das finde ich schön. Das ist auch das Highlight hier. Genauso wie die Endhelix, wo du quasi den Wald runterfährst. Oh. Auch sehr schön gemacht. Und hier, ich zeig dir mal was Schönes. Plastik. Nee, ich meinte eine leere Queue-Line. Einfach mal reingehen und durchlaufen. Und vielleicht sogar auch sitzen bleiben, wer weiß. Fehlen einem immer die Worte, wenn man hier durchfährt. Unglaublich. Oh, ein Hund fährt gerade mit dem Dark Ride. Oh, wie cool ist das denn? Jo, ein Hund ist mit auf dem Dark Ride. Ich wollte es nochmal sagen, ein Hund fährt mit. Also sowas siehst du in Deutschland überhaupt nicht. Hallo. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ein Hund fährt mit einer Dark Ride. Demnächst noch mit einer Achterbahn. Das siehst du auch nur in Holland. Das wäre gut, ey. So. Jetzt kommen meine zwei Lieblingsszenen hier aus dem wunderschönen Dromflug Dark Ride. Ah. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Tier auf einem Karussell oder sonstigen gesehen. Noch nie. Und jetzt fährt einer an Dark Ride hier einfach ein Dromflo mit. Das ist so cool. Was der Hund jetzt hier denkt.
Tisch, da fährt er oben. Schön hier. Das war Drumflucht. Hey. Wie gesagt, die Jenny hat eine These, eine Theorie, dass das wahrscheinlich ein Behindertenhund ist oder so. Aber selbst das wäre kein Grund, in Deutschland einen Hund mit auf eine Bahn mitzunehmen. Ich meine, also so ein Pferdekarussell würde ich noch verstehen, also, ne, dass man den dann so auf dem Boden noch hält oder ne, dass man sich drum kümmert auch dabei. Aber einem Dark Ride? Boah, ich meine, der war jetzt klein, den kannst du auf dem Schoß packen, ne? Ja, trotzdem, aber ein Hund ist Drumfluchtgefahr. Ja. Jetzt muss der Hund noch irgend auf eine Achterbahn, dann hat er einen Count. Dann gibt es den ersten Hund mit Count. Aber wahrscheinlich gibt es irgendwo schon einen Hund, der irgendwie Achterbahn fährt, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt's. Nee, aber in Holland ist das auch so, dass wenn du jetzt im Krankenhaus bist, zum Beispiel deine Tiere dich auch besuchen dürfen, was du in Deutschland absolut niemals erfahren wirst. So. Ja? Ja. Deswegen ist eigentlich gar nicht mal so, wie soll ich sagen, verwunderlich hier. Klar. Aber trotzdem, es war ja auf den ersten Blick. Hä? Er sah so süß aus. Jenny sagt, da ist ein Hund. Ich so, hä? In der Szene jetzt oder so versteckt. Oder? Nee, der fährt mit. Ich so, hä? Das kann jetzt nicht wahr sein. Doch, der ist mitgefahren. Also, ja, das werde ich nie vergessen. Also, was man hier sieht und erlebt, ist wunderschön. Oh, wir können auch mit der Chuchu-Bahn fahren, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben sie noch Platz, vielleicht auch nicht. Sieht gut aus. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch mit dürfen. Denk mal. Kann ich noch fahren? Wir laufen einfach mal, weil wir wollten ja eh zu der Area von Fliegende Holländer. Und ja, wir dürfen mitfahren, das ist gar kein Problem. So. Können wir noch fahren? Hallo? In German oder Englisch? Okay. Ja, nee, ich hab's verstanden. Also, okay. Voll in 5 bis 10 Minuten. Okay, danke. Du hast es verstanden. 5 bis 10 Minuten. Wir schauen mal, was jetzt passiert. So, auf Gleis 1 fährt ein der V-Express hier im Efteling. Das ist unglaublich, Freunde. Er hat geguckt, ob der Zug kommt. Ja, gut. Ah, tatsächlich. Ach ja, es ist einfach wunderschön hier. Wenn die Tiere sich hier wohlfühlen, sagt das schon alles, oder? Auch ein Nüsschen? So, der Zug fährt ein. Wir können gleich einsteigen. So, meine Freunde, wir sitzen jetzt ganz vorne in der Lok und zwar hier direkt vorne an dem Antriebszug und wie man sieht auch noch mit Dampf betrieben, also eine Dampflok, eine ganz normale Dampflok, aber in klein. Jetzt genießen wir eine schöne Abendfahrt hier auf der Chuchu-Bahn im Efteling. Es ist einfach schön, es ist einfach nur schön. Es muss nicht immer nur Thrill sein, meine Freunde, in Freizeitparks. Es geht hier wirklich im Efteling darum, einen sehr schönen und märchenhaften Tag zu genießen. Und die Dark Rides unterstreichen das Ganze auch nochmal. Und so eine Chuchu-Fahrt sowieso. Vor allem in so einem schönen Wetter. Ach, einfach nur ein Traum. Und die Fahrt beginnt, meine Freunde. Kohle wurde nachgeschüttet. Jetzt hier der Los.
Thank you.
war einfach eine wunderschöne, märchenhafte Fahrt. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass ich die Fahrt drin gelassen habe mit schön untermalter Efteling-Musik. Also passender geht es gar nicht. Es war einfach traumhaft. Was? Ja? Ja. genau, so. Jetzt fragt ihr euch, warum seid ihr jetzt nicht ausgestiegen beim Fliegen Holländer oder so, also in Station der Oost? Die Corona-Maßnahmen haben es leider nicht zugelassen, dort die Station zu öffnen, weil du ja durch ein geschlossenes Gebäude rein und raus müsstest. Und das ist momentan nicht drinnen, deswegen hat man sich entschlossen, wenn du mit dem Zug fährst, also das ist eine Info an euch, fährt er einmal komplett rum, also der bleibt nicht stehen. So, also es ist quasi nur eine Rundfahrt durch den Park, genau, und kein Transportmittel von A nach B, also noch nicht. Ich hoffe, dass wir bald Lockerungen haben werden, nicht nur hier, sondern auch in Deutschland, das wäre ganz genehm. Ansonsten begeben wir uns Richtung Symbolica und fahren ein Ründchen mit, natürlich. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit, habe ich gerade festgestellt. Wir haben schon 5 vor 10, das heißt, wir haben noch eine Stunde. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell hier in diesem wunderschönen Park. Aber gut, bald sind wir ja wieder hier, hoffe ich. Ja. So, wir sind angelangt, Freunde. 5 Minuten Queue. Das ist ein Traum einfach, hier mit diesem wunderschönen Dark Ride zu fahren. Wie gesagt, die mittlere Tour ist zu, laut der Aussage von Efteling. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist die Heldentour gewesen, die geschlossen hat. Aber auf jeden Fall, wir fahren jetzt... Ach stimmt, alle halten auf. Letztes Mal, wo wir hier waren, waren tatsächlich auch alle Fahrten auf. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich die Info bekommen habe. Aber stimmt, letztes Mal, als wir hier waren, hatten alle Fahrten auf. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich drin, wenn es losgeht. Thank you.
stop deze toer. Ja, ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? O jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Heel goed, blijf het lukken. Illumina Fantasia. So, und mittlerweile, wie man sieht, ist die Nacht auch angebrochen hier im Efteling und es ist wunderschön. Ich weiß nicht, wie oft ich das Wort wunderschön heute gesagt habe. Einfach wunderschön, alles ist so wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Geht so schön, wunderschön. Nee, so, also wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, wir müssen noch ein paar Rides schaffen. Jetzt laufen wir quasi zu Joris in der Drag, weil die liebe Jenny hat diesen Ride noch nie im Dunkeln erlebt. Und da habe ich gesagt, diese Experience musst du heute mitnehmen. Denn die Karre, wie gesagt, ist ja den ganzen Tag schon gefahren. Ja? Ist warm gefahren, aber sowas von. Und im Dunkeln ist das nochmal komplett was anderes. Das wird sie aber gleich auch feststellen, wenn sie mitfährt. Aber ich soll ich noch irgendwas zu sagen, Freunde? Guckt euch das an. Diese Beleuchtung hier in Efteling ist einfach, es gibt keine Worte dafür. Ah doch, wunderschön. Hä? Schon Weihnachten. Das ist ein Schwan. Auf jeden Fall. Ach so, ein Schwan. Ja, das sind von den 6 Schweden. Ah, okay. Ja, gut. Andi lernt dazu. Aber ich meine hier die Beleuchtung, die Gebäude. Ich will mein Haus auch so anleuchten. Das wäre schön. Das wäre ein Highlight in ganz Deutschland. Und jetzt sind wir auf Joris and the Drag hier im Dunkeln auf der Feuerseite. Und wie gesagt, für Jenny das erste Mal im Dunkeln.
Wir sind gespannt, erste Reihe. Und es geht los. Wie gesagt, im Dunkeln. Oh, mit Gewitter sogar. Im Dunkeln ist das eine ganz andere Experience. Es ist viel. Oh, das ist jetzt creepy. Es ist viel schneller und intensiver und lustiger und mit Strobo-Effekten von Gott gerne gesehen. Es geht los! Ein geiler Ritt. So, wie man gesehen hat, gerade sind wir mega schnell unterwegs gewesen im Dunkeln hier auf Joris in der Drag. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, Efteling im Dunkeln so ein bisschen zu zeigen. Ah, ist das schön. So, deine Eindrücke hier im Dunkeln? Geil. Mega geil. Ich habe keine Worte. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit, so die Hotspots auf, also im Dunkeln zu zeigen. Joris in der Drag hat uns durchgeschüttelt. Boah. Jo, das hat alles gesagt. Ah, wie gesagt, wir haben noch einiges vor. Wir wollten ja noch mit dem fliegenden Holländer fahren und noch mit Max und Moritz natürlich. Das werden wir alles noch schaffen hier in Efteling. Aber auf jeden Fall, guckt euch erstmal das hier an, wie nice das eigentlich aussieht. Ich meine, auf der Kamera kann man das leider nicht so rüberbringen, wie das wirklich in Real Life aussieht. Das ist immer so ein Nachteil. Ich hätte gerne so eine Kamera, die wirklich so das Auge imitieren kann und das genauso rüberbringt, wie es tatsächlich ist hier. Das ist echt schade. Aber gut, immerhin haben wir schon mal die Möglichkeit, euch mitzunehmen. Ja, auch wenn ihr nicht hier seid, einfach mal mitzunehmen. Efteling zu besuchen, auch im Dunkeln, das ist gar kein Problem. Virtuell ist heutzutage noch alles möglich. Es ist einfach wunderschön. Ich sag's nochmal. Es ist unglaublich, was hier gerade abgeht, also wie es aussieht. Ich meine, auf der Kamera, ich kann das nicht rüberbringen, das ist so blöd. Es sieht so hammermäßig aus. Also ich könnte den ganzen Tag hier rumstehen und rumschwärmen. Das ist gar kein Problem, das kriegt Anni hin. Es ist... Allein der Nebel im Dunkeln und diese... Boah, ist das geil. Boah. Wie gesagt, auf der GoPro leider echt doof zu zeigen. Schade eigentlich, sehr schade. So, wie gesagt, wir machen jetzt eine gepflegte Runde noch auf dem fliegenden Holländer und dann geht es nochmal Richtung Max und Moritz, damit wir die beiden Bahnen auch für heute noch schaffen. Und dann war es das hier aus dem Efteling abends hier. Es hat mega viel Spaß gemacht bis dato. Ich hoffe,
dass es noch viele Abende so geben wird. Ja? Also man muss ja immer gucken, wo man bleibt. Ne? Ob das Auto fährt, ob man weiter gesund bleibt. Und das wünsche ich natürlich euch allen. Bleibt gesund, egal was ihr macht. Ja? Passt auf, in Freizeittags immer die Hygieneregeln einhalten, damit alles wunderbar funktioniert und wir noch ganz viele Parkbesuche in unserem Leben planen können. Aber auf jeden Fall bis jetzt alles tipptopp. Ich freue mich jetzt noch auf den fliegenden Holländer und Max und Moritz. Also wie gesagt, wir fahren jetzt ein Ründchen. Kumba Coaster. So, aber erstmal hier lassen wir den Baron ins Loch fallen und schauen uns das nochmal an. So, ja, am fliegenden Holländer angelangt und wie man sieht, die Kette ist schon geschlossen. Das heißt, der Park macht jetzt bald zu. Wir haben 11:15 jetzt tatsächlich gerade und deswegen müssen wir leider für heute die Rides canceln. Das heißt auch leider, Max und Moritz fällt aus. Das ist ein bisschen doof. Gewitter bricht jetzt auch gerade langsam an. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen und damit wir zu Emily noch kommen, zum Launcherland wollten wir auf jeden Fall noch gehen. Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Und ja, auf jeden Fall bis jetzt war es tatsächlich schön. Es hat gerade angefangen, wie gesagt, zu gewittern. Ja, es hat auch ein bisschen geregnet. Deswegen müssen wir mal schnell rüber. Sonst werden wir noch stärker erwischt, denn gleich kommt es wirklich runter. Es braut sich was zusammen heute. Das ist ein bisschen doof. Aber was willst du machen? Den Park haben wir uns so weitestgehend im Dunkeln angesehen. Wie gesagt, ich kann auch ein bisschen zu Max und Moritz rüberschwenken. Aber wie gesagt, die ganzen Achterbahnen und Rides im Freien schließen jetzt sowieso. Also die hätten auch so oder so geschlossen, auch wenn wir noch die Möglichkeit hätten, sie zu fahren. Denn Unwetter werden alle Outdoor-Attraktionen im Efteling gesloten. Ist auch besser so, bevor man von einem Blitz getroffen wird, wenn man auf dem Liftel nach oben fährt. Das ist ein bisschen suboptimal. Also auf jeden Fall, wir gehen jetzt nochmal Richtung Hauptausgang oder Eingang, wie man es nennen möchte. Und dann werden wir kurz mal Max und Moritz vorbeischauen, wie die Beleuchtung von außen dort aussieht. Aber ansonsten war es das dann mit dem Efteling-Abend-Vlog und sehen uns später dann wahrscheinlich bei Emily. Ich hoffe, das wird klappen. Ah, und wie man hier sieht, alles leergefegt. Der Regen hat alles leergefegt. Die Bahn ist geschloten. Aber vielleicht kann man von außen ein bisschen was erkennen. Also die Beleuchtung ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, wie ich das von hier erkennen kann auf der GoPro. Wie gesagt, leider nicht so gut, naja, zur Schau zu stellen. Aber ansonsten, von außen kann man das sich auf jeden Fall mal geben. So. Naja, leider kann man jetzt nicht viel sehen. Ich habe es anders geplant. Was willst du tun? So. Aber wie gesagt, mein Kommentar dazu noch, dass es mega schön geworden ist. Es ist so sauber, es ist neu. Das ist das Hauptding, ja, es ist neu. Das Stationsgebäude ist halb neu, ja. Aber im Dunkeln auch eine perfekte Beleuchtung und schön in Szene gesetzt mit so leicht bläulichen Paars da oben. Kommt auf jeden Fall sehr gut rüber und mit den Blitzen im Hintergrund, boah, das hat schon was auf jeden Fall. So, naja, wir verpissen uns jetzt schnell ins Launcherland, sonst wären wir auch noch vom Blitz getroffen, das wollen wir ja alle gar nicht, ne? So, deswegen schnell raus hier.
Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin im Launchland gelandet. Guck mal, da ist die Jenny. Hallo. Ich habe es ja schon im Vlog erwähnt, dass ich eventuell, wenn die Emily mir zusagt, einfach mal hier in ihrem Launchland Apartment, sage ich jetzt mal so, oder Zimmerchen, den Vlog beenden darf mit einer kleinen Roomtour vorab. Hallo, dankeschön. So, ich fange mal an. Also oben haben wir zwei Betten. Also das ist jetzt ein komischer Vlog, ich weiß, aber warum nicht, wenn man die Möglichkeit schon mal hat, sich das Launchland-Apartment anzuschauen, beziehungsweise Zimmer. So, aber erstmal muss man hier gucken, dass man vom Rudi runterkommt, ne? Die Evakuierungstreppe von Joris in der Drag. So, dann hat man hier eine Schlafmöglichkeit, also als Einzelperson kannst du ein bisschen was lagern. So, hier hat man einen Ausblick auf das restliche Launchland. Kann ich selbst noch gesehen. Ach du Scheiße. Okay, dann muss ich mal so machen. Wie gesagt, da sind diese kleinen Hütten, beziehungsweise große Hütten, die du dir mieten kannst, mit mehreren Leuten zusammen, also als Gruppe. So, dann hat man hier schön Flatscreen. Ja, also der ist jetzt nicht der größte, aber das reicht ja. Du willst ja den ganzen Tag im Park verbringen. Ist das nicht richtig? Das ist richtig, genau. So, der steht normalerweise nicht im Weg. Der Andi wollte sich nur kurz hinsetzen. Da hat man auch einen Spiegel. So, und wir sind auch schon fast fertig. Nur wir müssten nochmal hier reingehen. Und das ist dann, wie gesagt, das Scheißhaus. Ohne Licht. Ah, da. So, wie gesagt, ganz schön. Es sieht luxuriös aus. Es ist auch so. Aber was ich am meisten feiere hier drin, ist diese Seife. Die ist wirklich mit Efteling Duftstoff drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Drohnenflucht war. Aber es riecht tatsächlich ein bisschen Drohnenfluchtmäßig. Also auf jeden Fall schon sehr nice. Das würde ich mir gerne mitnehmen. Wenn die Emily das nicht merkt, mache ich das auch. So. So, was haben wir noch hier zu zeigen? Eigentlich nichts. Ne? Das war jetzt alles. Das ist eine... Ich glaube, das ist eine Sitzbank, wenn du die rausziehst. Genau, hier kannst du dann frühstücken oder eigenes Essen genießen. Und ja, was soll ich sagen? Jenny, fang mal an. Dein Tag heute. Deine Highlights. Ja, die gesamte Beleuchtung im Park. So. Und Drohnenflucht natürlich. Drohnenflucht und die Beleuchtung. Und die Beleuchtung in Drohnenflucht? Die war normal. Nee, muss man ja mal fragen. Aber Drohnenflucht fand ich das mit dem Hund krass. Das hat mich mega gefreut. Also ja, stimmt. Der Hund, der mitgefahren ist bei Drohnenflucht. Wir haben das heute zum ersten Mal gesehen, dass ein Hund ist mitgefahren bei Drohnenflucht. Das haben wir aber schon oft angesprochen heute. Ich glaube, das ist okay. Mit Emily waren wir jetzt leider nicht so lange unterwegs, aber die wird jetzt heute und morgen den Park besuchen, beziehungsweise morgen nochmal. Hast du schon Highlights, die du quasi schon für dich heraus... Symbolika, ne? Symbolika, echt? Symbolika ist einfach der Hammer. Symbolika ist der Beste. Ja, aber mit Drohnenflucht kannst du das eigentlich schon vergleichen. Also von der Qualität her, beziehungsweise es ist ja eins ist älter, eins ist neuer. Die moderne Technik hast du natürlich bei Symbolika. Ich würde die beiden Rides tatsächlich auf eine Platzierung stellen und thrillmäßig ja. Baron. Ja, nee, Baron oder? Haben wir heute gar nicht geschafft. Wir waren, so, wir waren zu faul, 90 Minuten uns da anzustellen und haben uns gedacht, weil wir morgen als Hotelgäste eine halbe Stunde eher in den Park dürfen, machen wir dann den Baron. Stimmt, ja. Genau, also wenn ihr quasi hier noch ein Zimmer mietet von Efteling selbst, hast du noch 30 Minuten Vorteil, morgens den Park früher zu besuchen. Haben dann alle Rides schon offen? Sechs oder nur ausgewählte? Python, Baron... Hat auch, ich weiß nicht, ob Joris in den Drag auch schon auf hat und Symbolika. Also sechs also Stück haben auch. Also die großen Namen wahrscheinlich. Ja, genau. Ich denke auch, die großen. Ja, die Dark Rides, die immer durchlaufen, wahrscheinlich nicht. Also Drohnenflucht würde wahrscheinlich früher aufmachen. Aber Carnival Festival würde ich mir jetzt nicht so vorstellen. Fata Morgana ebenso. Aber von daher ist das auch ein schönes Angebot, was man hier bekommt. Und du hast jetzt wie viel? 170 Euro bezahlt für zwei Tage und... Genau, für zwei Tage Eintritt, Frühstück und hier das Hotel. Pro Kopf auch, ne? Ja, pro Kopf, genau. Pro Kopf, genau. Also wenn du mit zwei hier bist, ne, dann sieht das Ganze schon anders aus. Aber auf jeden Fall, das ist so das kleine, aber feine Zimmer hier in Launchland. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Tag für mich war heute natürlich immer wieder super im Efteling. Vor allen Dingen abends ist es eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du tagsüber rumläufst und dir die Platte verbrennst. Das habe ich jetzt schon oft genug gemacht die letzten Tage. Deswegen abends schön genießen und die schöne Beleuchtung hier aus Efteling betrachten. Ist einfach wunderschön und es riecht im Park gut. Alle Leute sind gut gelaunt. Ich will ja eigentlich hier nicht weg. Ich würde eigentlich gerne hier einziehen. Aber geht nicht. Müssen wir leider gleich nach Hause fahren. Und naja, wir gucken auf jeden Fall, dass wir uns bald wieder hier sehen in Efteling. So, auf jeden Fall vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns das hier anschauen durften mit der Parktyp-Gemeinde. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Andi ist raus.
eure Jenny, Emily, Lächelwink nicht vergessen. Wir sehen uns wieder in einem anderen Video hier auf Parktube. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. So, die Seife nehme ich aber jetzt mit. Ne? Warum nicht? Ich brauche dich. Schade. Tja. Überraschung, ich melde mich nochmal. Ja, Freunde, vielleicht habt ihr das mitbekommen in diesem kompletten Vlog, den ich gedreht habe, dass dieser Vlog in 2 Tage geteilt wurde, tatsächlich. Wer das herausgefunden hat, auf jeden Fall Daumen hoch für euch. Es war nun mal nicht anders möglich, in 4 Stunden alles zu zeigen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich den Vlog 2 teile. Das heißt, wir sind jetzt eine Woche später hier, wo wir bei Emily waren gerade. Das ist jetzt auch eine Woche schon her. Also das ist ein bisschen verwirrend, ich weiß, aber ich habe es versucht, so gut es zusammenzustellen, wie es nun mal ging. Geplant war es natürlich anders, dass wir die verlorenen Attraktionen, die wir letztes Mal nicht machen konnten, sprich den fliegenden Holländer, Joris und der Drake, hat noch geklappt aufzunehmen mit Blitzen. Vielleicht war das auch ein bisschen verwirrend, weil es in der Timeline nicht richtig war. Und wir wollten ja noch Max und Moritz im Dunkeln fahren. Ja, aber hier, wie man sieht, nasser Boden. Und der Wettergott spielt heute leider nicht mit. Deswegen mussten wir auch erstmal aussetzen, sprich nur Indoor-Attraktionen fahren. Es hat nämlich den ganzen Abend, sag ich mal, ab 19 Uhr, wo es wirklich losging, mit dem Abend-Special hier in Efteling, hat es aus Eimern geschüttet und wir konnten halt nichts mehr fahren. Sprich, die Outdoor-Anlagen wurden deaktiviert und wir mussten quasi uns verkriechen. So, deswegen ist der Vlog ein bisschen durcheinander geworden. Ich habe ihn versucht zu retten, aber es ist nun mal immer irgendwas, was dazwischen kommt. So. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich euch auf jeden Fall noch sagen, auf jeden Fall. Kennt ihr noch das Wort? Naja, gut. Das haben wir ja schon, wie gesagt, gesehen im Vorhinein, also letzte Woche, also jetzt gerade im Vlog. Naja, trotzdem, ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Also mich würde es stören, wenn ich das so drin lassen würde und ohne Kommentar quasi. Deswegen musste ich das erstmal loswerden, dass der Vlog tatsächlich in 2 Tage, also beziehungsweise in 2 Tagen gedreht wurde. So, egal. Auf jeden Fall, das war's jetzt mit dem Vlog. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, das war's mit dem Vlog. Wir sehen uns dann, meine Freunde, in einem nächsten Video. Ich meine, das hat man vielleicht auch gesehen an den Klamotten, die so ein bisschen gewechselt sind. Und die Tageszeit. Aber das war's jetzt mit dem Vlog. So, ich entlasse euch jetzt. Macht, was ihr wollt. Macht's gut. Zum Abschluss noch der Baron, bitteschön.